Ich heiße Jennifer Möller, bin 35 Jahre alt und arbeite hier in der Holding als Assistentin der Geschäftsführung im Bereich Gesellschaftsrecht in Teilzeit. Ich habe eine 6-jährige Tochter, die dieses Jahr zur Schule kommt. Ja, ich arbeite im Homeoffice. Ich habe schon vor Corona eine kleine Wochenstundenzahl im Homeoffice gearbeitet. Ich arbeite jetzt in Zeiten von Corona überwiegend zu Hause, versuche aber immer so 1 bis 2 Mal die Woche im Büro zu sein. An sich muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden, gerade auch mit mir, dass ich es geschafft habe, da den richtigen Weg für mich zu finden, um Homeoffice und Kinderbetreuung unter einen Hut zu kriegen. Also ich fange definitiv früher an zu arbeiten im Homeoffice, als wenn ich ins Büro fahre. Ich nutze einfach die Zeit, wenn meine Tochter noch im Bett liegt und schläft, um die E-Mails vom Vorabend nochmal durchzulesen und mir einfach eine To-Do-Liste zu erstellen für den Tag. Da habe ich einfach die Ruhe dann für. Und ich arbeite auch länger als zu normalen Bürozeiten. Das aber nicht, weil ich muss, weil es so schön einfach ist, die E-Mails, die dann wichtig sind am Vortag, die nachmittags eingehen, oder auch den Telefonanruf gerne einfach nochmal entgegenzunehmen. Total, also ich selbst hatte ja vorher schon einen Laptop und auch ein Diensthandy zur Verfügung gestellt bekommen. Aber wenn ich sehe, wie den anderen Kollegen hier aus der Holding innerhalb kürzester Zeit die Möglichkeit gegeben wurde, von zu Hause zu arbeiten, bin ich echt sehr zufrieden. Top. Mit allem, im Moment ist es ja so, jedes Kind besucht eine andere Schule oder eine andere Kita. Jede Schule, jede Kita hat halt andere Bestimmungen. Und mir wird es persönlich möglich gemacht, die Bestimmungen in unserer Kita mit meinen Arbeitszeiten zu vereinbaren. Da bin ich sehr dankbar für. Also der Austausch läuft wahnsinnig gut. Ich und auch viele meiner Kollegen benutzen dafür Microsoft Teams. Und anstatt zu schreiben, tätigt man dann doch schon öfter mal den Videoanruf, ganz einfach, um die Kollegen auch mal zu sehen und nicht nur auf Papier oder am Computer Kontakt zu haben. Ja, ich möchte eigentlich einfach mal Danke sagen dafür, dass ihr, Martens und Prahl, uns Eltern in dieser Zeit so unterstützt, dass ihr nicht verlangt, dass wir täglich 100% Arbeitsleistung erbringen und einfach für uns da seid. Ich denke, das ist nicht selbstverständlich und ein klares Zeichen der Martens und Prahl-Familie.